Bonsoir, mes amis, herzlich willkommen zum GDNUL QTC, immer noch aus dem Urlaub in Beaujolais. In einem Kommentar unter einem anderen Video wurde ich gebeten, den SSB-Empfang zu zeigen. Das mache ich gerne. Den Kurzwellenempfang an sich, den hatte ich in diesem Video, der hier verlinkt ist, schon mal gezeigt. Der SSB-Empfang ist auch nicht besonders schwer, aber bevor wir mit dem SSB-Empfang anfangen, ein paar grundsätzliche Einstellungen, die ich mache, die ich auch für sinnvoll halte, nämlich zuerst den BVFO benutzen und den AVFO für irgendwie was anderes lassen und bei der Gelegenheit auch gleich APRS ausschalten, sollte APRS hier laufen, wie bei mir, wer Kurzwelle oder wer SSB hören möchte, den stört es, wenn der Empfang regelmäßig unterbrochen wird. Und hier bei mir, ich werde nachher noch die Antenne umstecken an das TS480 zum Vergleich. Und es wäre schlecht, wenn dann gerade die APRS-Positionsdaten rausgesendet werden, wenn da eine Antenne dran ist. Deswegen APRS ausschalten. Das nächste, was man tun kann, erstmal ganz normal die Frequenz einstellen, also hier im VFO-Modus auf Enter gehen wir mal ins 20 Meter Band 1 4 4, machen wir 2 0 0, Enter, ups, und da hören wir schon jemanden. Und was wir sehen, die Frequenzeinstellung hier mit den 5 kHz Schritten, die ist natürlich nicht besonders schlau im SSB-Modus, und deswegen tun wir zwei Dinge. Erstens mal, wir stellen diesen Feinmodus ein, den das Gerät bietet. Das machen wir mit Funktionstaste Megahertz, das heißt, wir haben jetzt ganz kleine Schritte, und dann können wir noch einstellen, wie weit diese Schrittweite eigentlich sein soll. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die kleinste Möglichkeit, das sind 20 Hertz, wieder mit Funktionstaste und die PF2-Taste immer vorausgesetzt. Das ist nicht anders eingestellt, anders konfiguriert, die Funktionstasten. Und dann haben wir hier 20 Hertz schrittweise, und wir können das mal laut drehen. So, jetzt ist es schon ganz gut zu hören. Jetzt noch eine Einstellung, die ich empfehle, nämlich die Squelch auszuschalten. Die SSB-Signale sind unterschiedlich stark, wenn man über die Frequenz dreht. Man kann das Rädchen hier oben verwenden, man kann auch hier auf die Wippe hoch und runter. Hört sich das ganz vernünftig an, und die Squelch wird ausgeschaltet mit der Funktionstaste, und es gibt hier an der Seite diese Monitoring-Taste, und dann kann man hier den Squelch-Level einstellen in verschiedenen Schritten. Jetzt ist der Level 5, da käme fast gar nichts mehr durch, und man kann den Level zurückdrehen bis auf 0, um dann wirklich jedes Signal zu hören. Bevor wir den Vergleich wagen mit dem TS480, wie empfindlich ist dieses Gerät eigentlich, noch eine letzte Sache hier am THD74, nämlich der Suchlauf. Bei den Frequenzen kann man natürlich auch bei USB den Suchlauf verwenden, und das wird ganz normal gemacht, indem für eine Sekunde lang die VFO-Taste hier gedrückt wird. Und dann läuft der los. Aber ihr seht schon, der Zuglauf, der kommt nicht weiter, bleibt gleich stehen. Warum? Da ist natürlich ein Signal und die Squelch ist offen. Das heißt, was man auf jeden Fall machen sollte, ist die Squelch ein bisschen höher drehen. Funktionstaste, na, erstmal anhalten. Und Funktionstaste, hier die Squelch ein bisschen hoch. Gehen wir ruhig auf 5. Und wir den jetzt loslaufen lassen. Ja.
Ihr seht, der Suchlauf tut sich schwer. Vielleicht in einem Band, in dem weniger los ist. Wir können mal versuchsweise den abbrechen, gehen spaßeshalber in das 10-Meter-Band. Da ist gerade ziemlich tot. Da wird man sehen, der Suchlauf funktioniert. Aber es ist natürlich auch keine Station zu empfangen. Also Enter 0, 2, 8, 0, 0, 0. Kein Ausschlag. Natürlich nicht in AM, sondern in Upper Sideband. Jetzt können wir den loslaufen lassen und der läuft dann bis zur nächsten Station. Wahrscheinlich wird die nächste Station ein Whisper oder ein FT8-Signal sein. Das ist jetzt für unsere Anwendung hier relativ egal. Die Bandgrenzen lassen sich natürlich auch einstellen, in denen er suchen soll. Das funktioniert ja, ihr erinnert euch, ich hatte das in diesem Video, das hier oben verlinkt ist, auch schon mal gezeigt, wie das funktioniert. Der Suchlauf über, mit dem VFU-Modus, es funktioniert, indem wir zuerst die Frequenz einstellen, beispielsweise die 14.00. Und das geben wir jetzt mit der Funktionstaste Memory in diese Liste ein, die die Upper- und die Lower-Frequencies enthält. Also hier würde ich es für den Kanalplatz 2, für die untere Grenze, Lower-Frequenz, der Scan-Bandbreite markieren und dann nochmal zurück in den VFO-Modus. Und dann vielleicht die obere Grenze einstellen, 14, ne, nochmal, Enter, ne, VFO, Enter, 0, 1, 4, 3, 5, 0 als obere Grenze des Bands und das auch wieder mit Funktionstaste, die 2 für Memory In und auch hier wieder bei Upper 2, eingeben und dann wird der Suchlauf, wenn er gestartet wird, eben in dem Bereich von 14.00 bis 350 laufen und dann wieder zurückspringen. So, jetzt wollten wir aber noch den Vergleich wagen, das kleine THD-74 gegen das sehr große, leistungsfähige TS-480. Der Vergleich ist etwas unfair, weil wir hier nur den reinen Empfang akustisch beurteilen, keine Störfestigkeit, keine Bandgrenzen hier verändern. Aber suchen wir einfach mal nach einer Frequenz. Ich stelle hier mal eine Station ein. Bei 200 gibt es meistens was zu hören. Die Squelch wieder rausnehmen. Ah. Das ist eine sehr, sehr starke Station. Da wird das TS-480 natürlich auch leicht haben. Ich muss nur kurz die Antenne umstecken. Und das waren gut, das ist ein S9-Signal. Das kommt natürlich durch. Aber wir hören auch die schwachen Signale, sowohl hier mit dem TS-480 als auch mit dem THD-74. Das ist schon okay. Der Empfänger ist empfindlich mit der externen Antenne dran. Das ist hier der Hexbeam, den ich für den Urlaub aufgebaut habe. Und naja, es ist kein Transceiver, aber für Kurzwelle und für den Empfang auch auf den unteren Bändern 7 MHz und 3,5 MHz sehr gut zu gebrauchen. Und es gibt hier auch den Modus für Lower Sideband, es gibt einen CW-Modus. Man kann für alle Modi die Bandbreite einstellen, das hatte ich in diesem Video hier gezeigt und ja, damit kann man auch im Urlaub Spaß haben oder das Ganze als Kontrollempfänger verwenden. Das nächste Video, glaube ich, kommt dann wieder aus München, der Urlaub wird auch irgendwann enden, aber bis dahin wünsche ich euch 73 spannende QSOs und bye bye.